Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Letztes Mal haben wir uns mit Leslie in den Abwasserkanälen vergnügt, so merkwürdig sich das auch anhört. Und heute wollen wir schauen, ob wir nicht irgendwie rauskommen auch wieder. Dafür nicht vergessen, an Materials, die ihr hier mitnehmen solltet, ist Glut und Elementar für Cloud, Behandeln für Barrett und Versiegelung für Tifa. Die restlichen Materials sind quasi frei zu wählen. Es ist natürlich so, dass man mit der Material-Kombination, mit der ich hauptsächlich herumhantiere, am weitesten kommt. Ihr könnt auch Barriere auf jeden Fall mitnehmen. Es ist nicht wirklich extrem notwendig, aber es hilft auf jeden Fall, den nächsten Kampf zu bestehen. Zeit ist auch immer wieder gut, obwohl wir in der Regel nur Hast verwenden werden. Ja. Gut, das war's mal und dann schauen wir uns mal an, was uns hier jetzt eigentlich erwartet. It's Leslie! Got some urgent info for the Don! Come alone? Of course. Really? Without my little avalanche kittens? I thought I told you to round them up and bring them to me. Actually, it's them I came to talk about. Leslie, I don't think I need to remind you why I'm down here. Spilling the beans to those three escape artists was a serious mistake. Now I'm on Shinra's shit list. The plate stunt was meant to be an unprecedented tragedy, claiming countless innocent lives. But those naughty little kittens organized an evacuation and screwed up the plan. I'll let you in on a secret. Shinra is going to abandon Midgar and build something close to paradise. What? I was invited to be a part of it. Dawn of a new and improved wall market. I'll be lucky to live another week. Leslie, I was gonna let you run your own place. Give you a piece of the action. What a shame. Pop quiz time, kiddo! Villains like us only divulge our evil plans in a certain situation. But what is that situation, When you think you've already... Goodbye. Think again, Dawn. Huh? It's you. You were talking about the Sector 7 plan. Keep talking, asshole. Over there! Over there, look! Don't try to bullshit us. But that's the thing. It's not technically bullshit when it's true. Good, Abzu. Feel free to play with your food. Gone out. Master. First him. Zweite Runde. Dieses Mal kämpfen wir nicht nur gegen Akko, sondern auch gegen seine Jungen. Und wir haben die alle schon analysiert, inklusive Akko selbst, das heißt, das müssen wir gar nicht mehr. Wir können natürlich trotzdem Analyse machen, in dem Fall brauche ich es gar nicht. Das heißt, wir können anfangen mit einem Schwertsturm direkt auf die Jungen, weil wir wollen die Jungen zuerst erledigen. Und zwar den hier zuerst. Am besten so, dass man sie trifft auch. Leider steht hier extrem viel im Weg rum. Dann probieren wir mit Barrett hier ATB aufbauen und dann natürlich Avalanche Quill und Still an der Villa zu wirken. Machen wir Avalanche Quill mal zuerst. Und die verstecken sich weiterhin, das heißt, es wird hier nicht wirklich so einfach werden.
Und um das etwas zu beschleunigen, werden wir hier mal Hast austeilen. Am besten für Cloud und dann für Tifa. Mit Tifa werden wir zweimal ins Fessel machen. Und mit Barrett schauen wir, ob wir noch irgendwelche Akro-Jungen finden hier. Die sind gar nicht so wirklich schwierig zu erledigen. Wir sollten sie aber trotzdem zuerst machen, weil sie sonst wirklich im Weg stehen, wenn wir Akko an sich bekämpfen wollen. Hier können wir dann auch... wir werden mal Regen austeilen, in dem Fall auf Barrett, auf Cloud, und dann werden wir versuchen, noch etwas ATP aufzubauen. Und dann einmal noch Magie Regener auf Tifa. Cloud hingegen wird nochmal Hast auf Barrett austeilen. Und Tifa, wenn jetzt keine Akkreierungen mehr da sind, werden wir einfach auf Hochtouren machen. Impulshieb. Rückwärtssalto. Impulshieb. Dann so gut wie möglich noch Schaden austeilen. So, und jetzt geht er rauf. Wir versuchen mit Barrett hier noch kurz... Barrett nicht, mit Cloud eine Barriere zu zaubern auf Tiefe am besten. Er wird jetzt nämlich wieder eine Schlamm-Tsunami machen. Wenigstens räumt er das ganze Zeug weg. Und jetzt habe ich eine Spezialidee für ihn. Wir werden ihn einfach schlafen schicken. Und zuerst die Akkro-Jungen erledigen. Wenn er schläft, dann wirklich wenn wir nicht angreifen. Dann schläft er länger. Oh. Haben wir noch irgendwo Akkro-Junge? Wo sind die? Ah, die sind alle untergetaucht. Da müssen wir nochmal mit Tifa... Oh. Nein, das war falsch. Wir wollen eigentlich eine ATP aufladen und ihn dann nochmal schlafen schicken. Das funktioniert nämlich relativ gut, wenn man ihn nicht dauernd aufweckt. Wo sind die ganzen Akkro-Jungen? Okay. Dann werden wir noch einmal Regen austeilen. Ah, jetzt haben wir alle Regen, sehr gut. Und alle Hast, das ist auch gut. Das wird teilen mit Cloud noch einmal Barriere aus auf Barrett in dem Fall. Mit Barrett werden wir noch einmal stehen an der Villa und einmal Avalanche Creedon nach buffen quasi. Dann schauen wir, ob noch irgendwo Akkro-Junge sind. Nicht. Dann können wir einfach anfangen auf Akkro zu gehen. Auf Hochtouren. Mutangriff, Barrett Feuerstoß, nochmal auf Hochtouren am besten, auf den Schwanz oder aufs linke Horn jetzt am besten, gleich, ja. Oder wir können auch einfach in die Luft machen. Machen wir mal... Ja, Schwertsturm ist das Beste hier, auch wenn es weniger Schaden anrichtet, aber es trifft halt sehr gut. Machen wir maximale Wut auf die Akkro-Jungen hier. Und jetzt macht er Abwasser-Tsunami. Da müssen wir uns in die Mitte stellen. Oder zumindest von der Röhre weg, wo der Tsunami herkommt. Können wir, während er oben ist, können wir ihn nicht mit Feuer behaken. Am besten aufs linke Horn. Und nochmal.
Oder auch nicht. So, ich glaube, jetzt hat er bald genug. So, einmal können wir noch einschläfern. Oder sollten wir noch einschläfern, sagen wir so. Schlaf auf Akko. Wir wollen eigentlich Chakra machen. Schwertsturm. Das Interessante beim Schwertsturm ist, er trifft Akro nicht, zumindest sollte er ihn nicht treffen. Ah, er hat ihn doch getroffen. Er greift ihn zumindest nicht an. Also, wenn der Schwertsturm losgeht. Wenn der Schwertsturm losgeht und Akro ist gerade im Schlaf. Dann habe ich jetzt eingeschläfert. Einmal schläfen wir Akko noch ein hier, weil das ist sonst zu nervig. Oder auch nicht. Was ist mit tieferen Schlafen hier? Jetzt ist es zu spät. Jetzt haben wir alle Akko Jungs besiegt. Hier machen wir einen... Wir könnten mit Barrett eigentlich versuchen, Leviathan zu beschwören, ne? Wieso kann ich... Ah, er ist noch nicht fertig, okay. Ich kann ihn noch nicht beschwören, weil er ist noch nicht da. Avalanche Credo, Schneller Villa. Wow. Hast auf Cloud. Chakra. Weiter angreifen. Magie Regener auf Barrett. Mutangriff auf den Schwanz in dem Fall. Leider haben sie das Abwasser erledigt. Aber Belt hat so viel AP, dass ihm das eigentlich nicht wirklich was ausmacht. Oder so. Okay. Also dann müssen wir doch ordentlich spielen hier. Oh, Mega-Tsunami ist nicht so gut. Jetzt schnell in die Mitte. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja. Chaka. Hast auf Barrett. Magie Regener auf ins. Ah nein, wir wollten ja eigentlich Avalanche Credo. Und ich würde eigentlich Leviathan beschwören, indem wir hier 2 TP bauen. Wieso kann ich hier nicht... Habe ich Leviathan nicht bei Barrett ausgerüstet? Das wäre ganz komisch, weil ich habe sie nicht runtergegeben. Hm. Deswegen funktioniert es nicht. Und bei den anderen beiden schon. Zumindest haben wir die super tolle Bossmusik nochmal gehört.
Jetzt schauen wir uns den Finanzschlag nochmal an. Und das war's mit Akko. Leider hat das mit Schlaf nicht so gut geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn man es ordentlich macht und nicht nebenbei sprechen muss, dann kann man sich darauf konzentrieren, nur Akko einzuschläfern, seine Jungen zuerst zu erledigen. Das funktioniert auch gleich am Anfang des Kampfes theoretisch. Und dann ist der Kampf viel einfacher und es kommt auch meistens gar nicht dazu, dass er den Megatsunami macht, sondern man erledigt ihn schneller eigentlich. So, das war's mit Akko. Schauen wir mal, wie es Leslie geht. You okay? Where's Cornel? Sorry, bastard got away. It's fine. I'll track him down eventually. Not like I have anything better to do. You know, I wouldn't be so sure about that. She could still be out there. Can never be sure how much someone means to you till they're gone. Don't give up on her yet. Was it a message? What was she trying to tell me? We'll meet again. Huh? It's a symbol of reunion. Then I guess I've got no choice but to find her first. Thanks. Hold up. I think you might be forgetting something. I haven't. Found it. Let's get out of here. And then I'll give you what you need. Nachdem wir jetzt fertig sind, brauchen wir nicht mehr durch die... Also wir könnten durch die Tür gehen und auch jetzt noch die dritte Schatzkiste von Don Corneo, den dritten Schatzraum von Don Corneo besuchen. Aber wir haben das schon gemacht und es sind auch jetzt wieder Gegner quasi auf dem Weg dorthin. Das heißt, wir wollen einfach nach oben zurückkehren und schauen mal, wo wir hier rauskommen, weil das ist doch nicht der Ort, wo wir reingekommen sind, oder? Aber das sehen wir gleich. Wir sind jetzt fast fertig mit dem Kapitel nach knapp, wie, 10 Folgen oder so? Kapitel 14 ist eindeutig das Kapitel, das am meisten zu bieten hat. Gute Sachen und so wie dieses Abwasser-Story-Gedöns hier jetzt auch eher nicht so gute Sachen. Das ist eindeutig das, was mir am wenigsten gefallen hat im ganzen Spiel. Mal ausgenommen vom Bosskampf gegen Akko und der super tollen Bossmusik. Aber Kapitel 14 an sich ist... Hätte meiner Meinung nach besser gelingen können. Und speziell die Story hier. Ah. Taste that sweet Midgar smog. This way. Okay. Grappling guns. You can practically fly with the souped up motors on these babies. Sector 7 is on the other side of that wall. The guns will get you over and past it, along with any number of other obstacles. But they're one-way tickets. So once you start up, there's no coming back. You should probably get your affairs in order, just in case. Thank you. Didn't tell you before, but we're looking for someone too. That right. Hope you find him. You too. Leslie sehen wir im nächsten Teil sicher auch nochmal wieder.
Wir haben alle Kronjuwelen und können jetzt zu Mähne zurückkehren automatisch. Das machen wir auch gleich. Wir haben sonst eigentlich gar nichts mehr vor. Falls ihr nicht mehr wisst, wo Merle ist, sie ist noch in der Kirche in den Sektor 5 Slums. Aber sobald ihr die dritte Kronjuwele eingesammelt habt. Ah, das stimmt gar nicht. Ups. Ich habe sie jetzt mit. Wie heißt der Rache eigentlich? Egal. Wir wollten eigentlich zu Merle im Immergrün Park. Gifts from an angel. They're to be used to help the people of Sector 7 rebuild. The angel of the slums? You didn't meet her, did you? Tell me, what was she like? Never met her. Just her go-between. A shame. Oh, bless her sweet soul. I don't know what to say. I'll make sure the funds are put to good use. Here, why don't you take this? Something tells me you can use it more than me. Und als Belohnung bekommen wir 10 Waffenpunkte für Cloud. Ich habe immer Probleme, die Namen von Merle und von dem Racheengel auseinanderzuhalten. Der ist nämlich auch irgendwas mit M. Egal, wir haben die Waffenpunkte bekommen. Wenn ihr eure Mogri-Medaillen immer noch nicht ausgegeben habt, um den Cooper-Shop leer zu kaufen, dann ist es jetzt an der Zeit, das zu machen. Ansonsten gibt es nichts mehr zu tun. Wir können einfach Richtung Wollmarkt-Erschließungsgebiet wieder gehen. Da könnten wir theoretisch auch zu Fuß hingehen, aber ich glaube in dem Fall ist sogar die Kutsche schneller. Und dann wollen wir noch kurz Waffen upgraden. Oh, nachdem das vorher geladen war, ist das offenbar eh ganz gut, war das eh ein schnelles Laden. Wenn wir den Sidequest hier abgeschlossen haben mit dem Racheengel, gibt es hier noch eine Nachricht des Racheengels und eine zweite Elementar Material. Das heißt, das passiert nur dann, wenn man in diesem Kapitel hier die wo ist er? Schrecken daraus. Das wird da unten hier natürlich. Nicht die Jagd nach den Kronjuwelen. Oh ja, die Jagd nach den Kronjuwelen abgeschlossen hat, zumindest die Teile davon. Und auch, ich glaube, der kleine Wildfang muss auch abgeschlossen sein. Nur dann bekommt man hier die Nachricht vom Racheengel und bekommt auch die zweite Elementar-Affinitäts-Materia. Bevor wir jetzt allerdings weitermachen, schauen wir kurz, wie viele Waffenpunkte wir jetzt effektiv ausgeben können. Ich würde gerne zwar die Eisenklinge weiterverwenden, aber wir werden trotzdem auch die Hartklinge upgraden, weil das in manchen zukünftigen Kämpfen vielleicht ganz gut sein könnte. Also physische Attacke 12 haben wir schon, physische Attacke 14 haben wir auch schon. Das heißt, jetzt werden wir einfach magische Attacke nehmen und da haben wir hier für 12, da haben wir sie schon. Dann werden wir einfach die für 14 nehmen hier. Das macht wahrscheinlich nicht allzu viel Unterschied jetzt. Und TP-Maximum brauchen wir nicht. Ja, das war es eigentlich, die Waffenpunkte bei Cloud auszugeben. Dann schauen wir kurz mal bei der Hartklinge rein. Hartklinge, wie gesagt, sollte sehr stark darauf beruhen, dass wir nur Material Slots kaufen und nur Angriffsplus. Das heißt hier wieder zwei Material Slots. Ich glaube zwar, das sind gar keine zwei Material Slots, das ist nur die Verbindung zum zweiten Material Slot. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt schon kaufen will. Es ist wahrscheinlich besser, wenn wir zuerst sehr viel in physische Attacke stecken. Schauen wir mal, ob wir nachher noch genug Punkte haben, um den letzten Material Slot auch zu kaufen. Weil im Endeffekt brauchen wir ihn schon, weil wir sonst keinen fünften Slot bekommen können. Aber es ist mir lieber, ich habe hier mehr Attacke plus 8 als einen zweiten verlinkten Slot hier. Ansonsten ist die Hartklinge natürlich voll auf Angriff getrimmt. Ja. Ihr könnt noch magische Attacke hier noch machen, aber wenn wir die Hartklinge verwenden, dann nicht, um hier irgendwie zu zaubern. Okay, bei tiefer Schlagringe werden wir jetzt nicht mehr weiter upgraden. Wir haben schon quasi alles, was wir brauchen und wir bekommen relativ bald dann für sie auch schon eine neue Waffe. Das heißt, die magische Attacke 6, 5 ist jetzt nicht mehr so wirklich wichtig. Ich hebe mir die Punkte lieber auf, um zu sehen, ob ich später etwas anderes machen will mit den Schlagringen. Zum Materia. Wir werden jetzt wieder Frost umwechseln. Genauso bei Tiefer. Und nein, die hier. Und was wir auch machen wollen, wir wollen gleich die zweite
Element, glaube ich. Ja, bei Tifa ausrüsten. Da können wir aber dann TP-Absorption nicht mehr verwenden. Das ist blöd. Ja, dann haben wir es einfach so drinnen irgendwo. Ausweichen und Umschlag auch. ATP-Bus brauchen wir auch. Das heißt, wir geben Versiegelung jetzt mal weg kurz. Und TP-Boost, Ukinagashi, Ausweich und Umschlag, wir brauchen das alles eigentlich. Wobei, wir werden jetzt Ukinagashi weggeben. Und uns hier freien Platz machen für Frost und die zweite Elementarmaterie. Und dann haben wir hier noch frei, um Ukinagashi auszurüsten. Wir könnten auch wieder Meister der Gegenstände machen, wir jetzt auch mal kurz, um es fertig zu leveln. Es passiert nichts, wenn wir es fertig leveln. Wir brauchen es auch gar nicht für irgendwas. Sondern es ist, ich weiß nur, dass in der Zukunft sehr viele fliegende Gegner unterwegs sein werden. Und gegen die hilft Ukinagashi sowieso nicht so extrem viel. Also. Und wir nehmen TP-Absorption natürlich weiterhin mit, um es aufzuleveln. Bei Barret, wir werden hier heilen und Barriere tauschen. Steht zumindest in meinem Guide drin. Ich weiß nicht genau warum, aber Tifa hat ihr Gebet aufgegeben. Noch nicht, okay. Chakra und Wiederholung zwischen Tifa und Barret tauschen. Das machen wir nicht. Wir wollen nur auf jeden Fall Chakra hier und Gebet. Gebet hier wahrscheinlich, weil Barret sich mit Gebet leichter tut, dann werden wir aber die Barriere bei Cloud lassen und heilen bei Barret lassen, damit er sich notfalls selbst heilen kann. Ich weiß leider nicht, warum Leviathan letztes Mal nicht funktioniert hat. Das kann daran liegen, dass Leviathan nicht in den Kanälen auftauchen kann, aus programmtechnischen Gründen, weil ich zu wenig Platz ist oder so. Aber wir schauen uns auf jeden Fall noch alles von den S-Bahn irgendwann in der Zukunft an. Ja, das war es eigentlich eh schon. Wir wollen schon weiterhin schauen, dass wir so viel wie möglich Chakra mit haben, Gebet mitnehmen. Wir können vielleicht anfangen, hier die Chakra gegen die Kleine auszutauschen. Und dann lassen wir es mal so. Wir werden Tifa wahrscheinlich immer manuell heilen, weil sie wirklich sehr schwach ist momentan. Die Bibus passt auch. Das war's auch schon. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Die Folge ist etwas kürzer, wobei gar nicht so viel kürzer. Weiterkommen tun wir, indem wir hier ans Ende des Erschließungsgebiets gehen. Ready to do this? Once we start up that wall, we won't be coming back here anytime soon. We won't be Und coming back here anytime soon. Better handle any unfinished business now, okay? was ist oben auf den Überresten von Sektor 7 erwarten wird, ob wir es schaffen, an die obere Platte zu kommen und vieles mehr. Das sehen wir erst nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall mal 2 Tage Upload-Pause. Wir haben jetzt schon länger keine Pause gemacht und das speziell Kapitel 14 ist etwas kompliziert zu spielen und etwas aufwendig. Aber ich mache jetzt kurz 2 Tage Pause, dann sehen wir uns wieder mit dem Anfang von Kapitel 15 und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.